Was? Rockstar Games hat schon wieder ein Fahrzeug hinzugefügt? Moin Leute, euer Mama hat wieder am Bambus und heute zeige ich euch das neueste Fahrzeug aus GTA Online. Aber bevor wir mit dem Video anfangen, möchte ich jetzt schon mal zu bitten, einen fetten Like fürs Video da zu lassen und für die Leute, die mich noch nicht abonniert haben, abonniert mich, sonst verpasst ihr die krassesten Fahrzeuge in GTA Online. Also ich würde sagen, fangen wir mal direkt an. Welches Fahrzeug wurde dann hinzugefügt? Unser wurde der Dinka Postlude hinzugefügt. Dieses Fahrzeug findet ihr auf der South San Andreas Seite und dieses Fahrzeug hat zwei Preise, auch wenn ihr es gerade in der Aufnahme nicht seht. Aber hat das Fahrzeug, denn das Fahrzeug kostet original 1.310.000 GTA-Dollars. Außer ihr seid ein LSK-Miet vom Level so hoch, dass ihr Vergünstigungen bekommt, denn dann kostet das Fahrzeug nur noch 982.500 GTA-Dollars. Welches Level ihr im LSK-Miet braucht, um die Vergünstigungen zu bekommen, ist leider random. Daher keine Ahnung, ab wann ihr die Vergünstigungen bekommt. Ich glaube, ab Level 120 habt ihr alles freigeschaltet an Vergünstigungen. Aber gut, ich würde sagen, wir kaufen das Ganze und schauen mal, was für Tuning-Möglichkeiten wir in diesem Fahrzeug haben. Also, als erstes ist klar, es ist ein Coupé, hat auch Frontantrieb und es sieht natürlich sehr retromäßig aus. Was ich persönlich sehr cool finde an diesem Fahrzeug, haben wir jetzt schon ein fettes Pluspunkt. Aber gut, schauen wir mal die Tuning-Teile. Klar, die Standard-Tuning-Teile wie Bremsen, Panzerung, Getriebe, Turbo hat es natürlich auch. Aber Leute, man merkt, dass dieses Fahrzeug auch zum Tuners-DLC eigentlich gehört. Warum? Naja, man kann hier den Motor tunen. Nicht so einfach verbessere Stufe oder so. Nein, man kann den Motor optisch tunen. Also man kann einmal den Motor, ich sag's mal, lackieren lassen, wie das Auto halt lackiert ist. Aber man kann auch andere Varianten mit dem Motorblock machen. Dazu kann man hier auch den Luftfilter umtunen, was natürlich sehr cool ist. Man kann auch so gesehen vorne die Blinklichter wegmachen und so gesehen die Lufteinlässe einlassen, also wenn man so krasses Tuning-Fahrzeug haben möchte. Auf jeden Fall sehr cool, dass man das Ganze hier machen kann. Was hier an diesem Fahrzeug mir persönlich auch aufgefallen ist, was sehr ins Auge gestochen hat, ist tatsächlich der Auspuff. Ja, der Auspuff, muss man hier sagen, ist extrem, denn man hat hier wieder diese Herzformen-Auspuff oder Korkenzieher-Auspuff, was gefühlt größer ist als das Auto selber. Aber gut, das ist ja auch hier so gesehen ein Showcar und naja, why not? Ist zwar nicht meins, aber für Leute, die es gefällt, können es natürlich gerne tunen. Davon abgesehen, typisch Tuners-Fahrzeug kann man natürlich hier auch die Reifen schräg stellen. Wie kann man die Reifen schräg stellen? Naja, das Fahrzeug muss einfach nur so tief gelegt sein, dass die Reifen schräg sind. Was natürlich generell sehr cool aussieht als so ein Showcar. Was ich hier persönlich sehr schade finde und ein bisschen mehr Kreativität erhofft hätte, ist tatsächlich der Innenraum. Denn der Innenraum ist natürlich schön retro, was ich sehr cool finde. Man kann den Innenraum auch komplett umändern wie bei Bennys Fahrzeugen und das ist genau der Minuspunkt. Es ist einfach nur Copy-Paste wie bei Bennys Fahrzeugen. Man kann das also so gesehen zum Rallye-Auto umtunen, beziehungsweise zum Drift-Auto, wie auch immer. Aber das Ganze ist halt leider einfach nur Copy-Paste und irgendwie standardmäßig. Klar, die ersten Fahrzeuge, wo man es machen konnte früher, war das natürlich sehr cool und so, oh mein Gott, man kann Innenraum ändern. Aber mittlerweile haben das so, keine Ahnung, 20, 30 oder noch mehr Fahrzeuge. Das ist nichts mehr Besonderes und da hat Rockstar Games ein bisschen mehr Liebe ins Auto reinstecken können. Aber das Beste an den Auto habe ich noch gar nicht gesagt. Und zwar der Preis selber. Denn mit Einkaufen, mit Tuning und allem drum und dran habe ich ca. 1,5 Millionen GTA-Dollars ausgegeben. Klingt jetzt erstmal nach viel. Aber für diese 1,5 Millionen GTA-Dollars bekommt ihr ein Auto und die Möglichkeit, dieses Fahrzeug so zu verändern durch die ganz vielen Tuning-Möglichkeiten, die es halt so gibt. Und das ist für 1,5 Millionen extrem günstig eigentlich. Denn es gibt in diesem DLC Fahrzeuge, die sind deutlich teurer, haben deutlich weniger Tuning-Möglichkeiten. Deswegen ist dieses Fahrzeug so als Showcar-mäßig auf jeden Fall eine super Empfehlung von mir. Aber gut, die Fragen der Fragen, habe ich das Fahrzeug schon gemoddet? Ja, natürlich habe ich das Fahrzeug schon gemoddet. Ihr seht es einfach mit krassen Formel 1 Felgen, mit krasser Lackierung. Falls ihr dieses Fahrzeug haben wollt, Leute, dann verpasst nicht den Giftcast to Friends Stream. Aber gut, Leute, das waren jetzt die ganzen Informationen zu diesem Fahrzeug. Wenn euch das kleine Informationsvideo gefallen hat, würde ich mich übelst freuen, einen fetten Daumen nach oben da lassen könntet. Aber ich bin raus, euer Wombat. Ciao.